Guten Morgen aus dem Disneyland. Nein, leider noch nicht, denn die Disney Parks sind leider noch nicht alle geöffnet, insbesondere noch nicht Disneyland Paris. Aber das ist jetzt natürlich die Zeit, um mal einen kleinen Rückblick zu machen auf die bisherigen Besuche von Disneyland Paris. Und deswegen habe ich heute auch zwei Gäste da, und zwar den Mike und den Toni, denn mit beiden war ich im letzten Jahr in Disneyland Paris. Und was wir da so alles erlebt haben, das schauen wir uns jetzt an, denn es ist wieder Time Time for for Disney. Disney. Ja, Mike und Toni, wir haben uns ja schon mal länger nicht mehr gesehen, Oh und ja. ja, letztes Jahr war ja schon richtig schön eigentlich. Vor allen Dingen, man muss ja auch dazu sagen, wir waren ja zur gleichen Saison da, und zwar zur König der Löwen Dschungelfestival-Saison. Wir waren allerdings nicht zum gleichen Zeitpunkt da, aber wir haben natürlich trotzdem viele Sachen gemacht, die wir theoretisch gemeinsam gemacht haben. Zum Beispiel waren wir ja dann auch in der Buffalo Bill Wild West Show. Oh ja. Ja, also Die war super. war ja auch schon eigentlich nicht schlecht. Und das Essen war so lecker. Wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn man Vegetarier ist, dann ist es nicht so eine gute Auswahl, denn es ist wirklich sehr, sehr fleischhaltig. Die Buffalo Bill Wild West Show ist im Grunde ja so eine Dinnershow, und wie das Name schon sagt, Buffalo Bill Western Show mit vielen Pferden und was weiß ich alles. Ja, was wir da so gesehen haben, das sehen wir jetzt. Ja, das war die Buffalo Bill Wild West Show. Übrigens gibt es dann auch diesen tollen Hut, den man dann als Geschenk dann auch mitnehmen kann. Vielleicht noch was ganz kurz zu dieser Buffalo Bill Wild West Show. Das sind im Grunde, da kann man auch an den Farben sehen, da gibt es vier verschiedene Teams, die gehen dann gegeneinander antreten. Und das ist eigentlich so das Besondere. Das ist eine sehr interaktive Show. Vielleicht noch eine Sache, wenn man Asthmatiker ist oder Allergiker, dann ist das vielleicht auch ein bisschen problematisch, denn das merkt man eigentlich, wenn man schon direkt reinkommt. Das riecht dann wirklich sehr, sehr viel nach Pferd und alles Mögliche. Aber ich selbst bin auch Allergiker, und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Aber es gab ja noch viel mehr, was wir dann an dem Wochenende dann also erlebt haben. Ich habe das ja schon eingangs erwähnt. Und zwar die König der Löwen Dschungelfestival-Saison. Die wäre jetzt momentan eigentlich auch, aber musste natürlich abgesagt werden wegen Covid-19. Aber es war trotzdem natürlich eine richtig tolle Show, und zwar auf dem Main Street Plaza. Ja, ihr habt das ja auch beide so miterlebt. Ne? Also dabei im Grunde mehr oder weniger das Dschungelfestival selbst. Und ja, was wir da so gesehen haben, das. Wow, es war einfach total fantastisch. Also es hat mich gecatcht, finde ich. Everybody, all on my way! Festival der Brüder!
aufgefallen, das war kein kleiner Junge und der hatte den Tanz richtig gut drauf. Also ist nicht nur für kleine Leute, ist ja auch für Erwachsene. Nee, das ist ja ohnehin so bei diesen ganzen Shows, da gibt es dann immer richtig viele Moves und es gibt ja wirklich richtige Disney-Fans, die dann wirklich alle Tänze und so weiter kennen. Was ich übrigens ja eigentlich sehr schön fand bei dieser Show, das war ja auch am Ende mit diesem Regenbogenfeuerwerk. Das ist so, was ich dann immer so das Besondere finde an Disney, dass diese Shows wirklich immer sehr, sehr professionell sind. Also wenn man das von anderen, mit anderen Parks aber vergleicht, dann ist es eine ganz andere Liga. Das merkt man da eigentlich dann schon und das hat man, glaube ich, dann auch wunderbar gesehen. Hat natürlich auch super Wetter, muss man natürlich dazu sagen. Kaiserwetter. Ja, genau. Ich will nochmal hin. Genau. Aber es war ja nicht nur Dschungelfestival, sondern auch König der Löwen. Und da gab es dann zum Beispiel im Adventureland den Mata Dance und zwar mit Pumba und Timon und Pumba. Timon und Pumba. Genau, richtig. Ihr seid auch bessere Profis als ich. Ja. Ja, wir waren dann zusammen mit Younes da. Übrigens schöne Grüße an Younes. Der Younes wollte eigentlich mittanzen, ne? Aber gut, hat es am Ende dann doch nicht machen dürfen, denn es werden natürlich dann nur die Leute dann auch dann ausgewählt aus dem Publikum und es sind meistens dann natürlich... Es ist eine Ehre. Eine Ehre, da mittanzen zu dürfen. Aber wie es jetzt genau war, das gucken wir uns jetzt mal an. Der Mata Dance, ja, mit Pumba und Timon, genau. Ich lerne es irgendwann. Ich meine, das ist ja auch richtig toll. Also normalerweise brauchen ja so diese ganzen Animateure immer viel Motivationskraft, um Leute dann zu gewinnen, da mitzumachen. Und dann melden sich die Leute Battle. Dann freiwillig. die Battle im wahrsten Sinne des Wortes. Ein aber Teil von Battle, verstehst du? Ja, ein bisschen Wortspiel muss das sein. Aber es gab natürlich dann auch das König der Löwen Musical, auch richtig schön gemacht, richtig professionell. Es ist nicht so ähnlich so wie das Musical, was man in Hamburg erkennt, weil hier ist es dann durchaus noch ein bisschen abstrakter von den Kostümen her und vor allen Dingen auch, was dann auch so die Musik angeht. Also es wird eine sehr gute Show. Was man da beachten muss, überhaupt bei manchen Shows, dass man wirklich auch Wartezeit mit in Anspruch nehmen muss, und zwar manchmal bis zu einer Stunde. Aber ich sage mir immer, wenn man auch eine Stunde ansteht für eine Attraktion, für eine Achterbahn, wo man dann vielleicht nur eine Minute fährt, dann kann man, glaube ich, dann auch eine Stunde warten und hat dann dafür eine 30-minütige, richtig professionell gut gemachte Show. Also König der Löwen war schon richtig klasse. Ja, wir haben ja auch zusammen die Ballonfahrt gemacht, unter anderem mit den Younes. Diese Ballonfahrt, die ist außerhalb vom Disneyland Park und zwar im Disney Village, direkt am Lake Disney. Ja, und man hat da wirklich einen richtig schönen Überblick über den ganzen Park. Also ist ein schöner Überblick. Ja, vor allem, man denkt ja immer, dass es wäre dann so wackelig, das war eigentlich gar nicht. Es war eigentlich so sehr, sehr ruhig und wie gesagt, das ist eigentlich auch eine empfehlenswerte Sache, wenn man wirklich mal einen Überblick haben möchte über das Disneyland Paris Resort. Das ist ja nicht nur Disneyland Park, das ist auch die Walt Disney Studios, Disney Village und dann auch die ganzen Hotelanlagen. Und wenn man auch bedenkt, dass er überhaupt dieses Ressort ein Fünftel der Fläche von Paris ausmacht. Das ist ein riesengroßes Areal und das ist eigentlich dann schon sehr, sehr schön. Und mit ein bisschen Glück, wenn das Wetter stimmt, dann hat man auch einen schönen Blick auf den Eiffelturm in Paris. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentiert es, liked es und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen und würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, es ist Time for Disney.